Man weiß nur, dass das Auto keinen Strom mehr hat, dass es nicht mehr fährt. Und wir wollen jetzt mal den Akku ausbauen. Akku und mal gucken, ob da einzelne Zellen kaputt sind oder ob alle Zellen kaputt sind. Oder ob der Akku vielleicht sogar völlig intakt ist und was anderes kaputt ist. Who Killed the Electric Car? Viele von euch kennen sicherlich diese Dokumentation, wo es um den EV1 von General Motors geht. Im Zuge einer verschärften Umweltpolitik in Kalifornien waren viele Autofirmen gezwungen, Elektrofahrzeuge zu bauen, unter anderem auch Ford. Und so kaufte Ford die kleine Firma, die kleine Elektroschmiede PIVCO und entwickelte ein kleines elektrisches Stadtauto, woraus später der sogenannte Think City entstand. Nachdem das Gesetz gekippt wurde, verkaufte Ford die Firma wieder. Sie wurde mehrfach rumgereicht, wurde neu ausgerichtet. Das endgültige Modell wurde auch nochmal überarbeitet und nochmal überarbeitet. Und bei der Interessengemeinschaft haben einige sich zusammengefunden und haben so ein Think City aufgetrieben. Und der stand lange irgendwo rum, ohne dass sich um seinen Akku gekümmert wurde. Der ist jetzt anscheinend platt und wir wollen mal schauen, ob man den Akku wieder fit bekommt, was es, wie aufwendig das im Endeffekt ist, was es dafür benötigt, welche Zellspannung effektiv noch drin ist. Und wenn euch das interessiert, wünsche ich euch viel Spaß. Wir sind ja heute bei Repower, bei Sven Richter. Dich hatten wir ja schon mal im Interview, Sven? Genau. Du baust Bootsmotoren und auch Elektrofahrzeuge um, so wie den da drüben. Zum Beispiel, genau. Jawohl. Und jetzt willst du dich mal an dem Think City, geht mir immer noch schwer über die Lippen, probieren. Was erhoffen wir uns denn da zu sehen? Ja, wir wollen erstmal den Akku ausbauen. Weil ich kenne das Fahrzeug nicht, das wurde mir geliefert und man weiß nur, dass das Auto keinen Strom mehr hat, dass es nicht mehr fährt und wir wollen jetzt mal den Akku ausbauen und mal reingucken in den Akku und mal gucken, ob da einzelne Zellen kaputt sind oder ob alle Zellen kaputt sind oder ob der Akku vielleicht sogar völlig intakt ist und was anderes kaputt ist. Einfach mal gucken, was wir hier finden. Na, dann legen wir los, würde ich sagen, oder? Okay. Als erstes müssen wir eben die Schrauben lösen, den Akku fixiert. Manche sind festgegammelt, manche nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie alt das Auto ist, das wäre mal noch interessant. Bei dem alten Modell hattest du hier unterm Fahrersitz einen Deckel, den konntest du aufmachen und dann konntest du die Kabel abklemmen. Okay. Jetzt ist es hier von unten, hier ist ein Kasten, den habe ich schon abgeschraubt und da ist der Stecker. Okay. Ich kriege den Stecker nicht gezogen. Ich bilde mir ein, wenn das dann leicht abgesenkt wird, komme ich besser an den Stecker ran. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht. Naja, jetzt sieht man schon den Stecker, aber... Ah, jetzt kommt er. Habt ihr es mit drauf hier, weil du das sehen wolltest mit dem Stecker? Ja. Gut. So. So. Eine Einfahrperspektive. Und hier ist ein Drehverschluss. Klappt. Das ist die Steuerleitung vom BMS. So, dann haben wir alles weg. So, wie kriegen wir denn den mal auf? Alles geschraubt. Oh, da haben wir ja zu tun mit Schrauben. Naja, aber immer noch besser als Nissan Leaf. Der ist geklebt. Nissan Leaf habe ich mal geöffnet. Den habe ich den Deckel an Kran oben an der Halle angehangen, unter Spannung.
Und dann mit dem Cuttermesser rundherum, das war einen halben Tag Arbeit, bis sich der Deckel gelöst hat. Und danach war alles kaputt. Also sprich, der Deckel war kaputt. Man kann ja nicht verwechseln, das ist ja dazu. So Sven, es wirkt jetzt zwar wie ein Lego-Bausatz, aber ist jetzt nichts, was man zu Hause nachmachen sollte. Nee, sollte man nicht unbedingt. Auf keinen Fall nachmachen. Das ist nur was für definitiv für geschulte Kräfte. Wie viel Saft wäre da jetzt drauf? Hier müssten jetzt eigentlich bloß 45 oben sein. Wir haben aber ein Reel 31. Aber die Gesamtbatterie hat schon um die 400 Volt. Und zwar haben wir dann zum einen, das ist jeweils immer eine Batterie. Hier haben wir 37 bei dem, ja. Und hier haben wir aber nur 30. Okay. So, das heißt, die sind eben völlig unterschiedlich. Genau. So, und das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja einen Grund. Von denen, die wir bis jetzt getestet haben, ist erstmal kein Akku tot, sondern nur in einem furchtbaren Ladezustand. Ja, die vorderste ist die schlechteste. Das vorderste Paket ist das schlechteste Paket. Ja, wir haben noch nicht alle genau durchgemessen, aber es sieht so aus, als ist hier ein Paket extrem abweichend. Also innerhalb ein Gehäuse sind ja zwei Packs in Reihe und in diesem einen Gehäuse haben wir praktisch Pack 1 mit irgendwo 36 Volt und Pack 2 mit 30 Volt. Und das ist natürlich doch schon ganz schön viel und das könnte die Ursache sein, aber wir müssen jetzt erstmal wirklich alle komplett durchmessen und mal bisschen aufschreiben, wie hier die einzelnen Spannungen sind, um das wirklich noch ein bisschen einzugrenzen. Ah, hier haben wir 37 Volt und hier haben wir 30 Volt. Gucken wir mal am nächsten. Hier haben wir 39 Volt und hier haben wir 36 Volt. Wir müssten eigentlich alle auf einen Nenner gebracht werden. 39. Ich würde eigentlich gerne mal sehen wollen, aber das kriegen wir doch raus. Ob es wirklich eine 12S-Verschaltung ist. Nicht, dass es eine 14S ist, dann ist es natürlich schon wieder bei allen ganz schön doof. Also wenn die Dokumentation stimmt, ist es 12S. Dann ist es so. Ja. Ich würde aber gerne gucken wollen. Ein bisschen stutzig. Werden wir wohl doch den Deckel noch abnehmen müssen. Hier, was ist denn das? Hier ist doch alles verkokelt. Ich nehme das Ding noch mal runter. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Und das könnte die Ursache sein, warum die Zellen auseinander sind. Hier, der hier, hier ist richtig die Ecke weg. Und das sind ja die einzelnen Balancerstufen. Das sind Transistoren. Genau, die schalten zu und aus. So Sven, du hast jetzt das erste Problem gefunden, warum die Zellen wahrscheinlich so voneinander abdriften. Ja, mit Laden der einzelnen Zellpakete brauchen wir ja nicht anfangen. Wir haben ja ein grundsätzliches Problem, dass hier die eine BMS-Platine, dass da einzelne Transistoren, ja, ich würde sagen, durchgebrannt sind. Keine Ahnung, die sind jedenfalls auf alle Fälle schon optisch zu erkennen beschädigt. Und das wird dann natürlich auch die Ursache sein, warum die Zellen alle oder viele nicht beieinander sind. Hier, die sieht nicht besser aus, brauche ich gar nicht ausbauen. Ja, man wird es in der Kamera trotzdem nicht erkennen. Wow, hier sind richtig einzelne Ecken richtig abgeplatzt von den Transistoren. Also mit anderen Worten, brauche ich ein anderes BMS oder zumindest die Platinen hier vom BMS. Dann die Zellen durchmessen. Da müsste man sich ein Adapterkabel bauen, das man draufstecken kann hier, um die Zellen durchzumessen und dann müssten die alle auf den Nenner gebracht werden. Wir stellen hier fest, dass
das ganze Ding hier ziemlich viel Feuchtigkeit gezogen hat. Wenn man sagen würde, wenn die Zellen in Ordnung sind, vielleicht gelingt es dann so auch ein anderes BMS zu finden. Weil das BMS, das macht ja am Ende nichts anderes als die sozusagen als die zwei Hälften, als zweimal, wie viel BMS sind denn da drauf? Zwei oder? Das BMS muss dem Auto aber sagen können, ob es okay ist. Die Kommunikation zum Wir Auto haben muss da insgesamt, sein. Insgesamt 16 BMS-Platinen. Ja, verstehe. Und sozusagen die Kommunikation mit dem Auto, man kann jetzt quasi nicht irgendein BMS nehmen, sondern es muss die Kommunikation mit dem Auto natürlich möglich sein. Ja, ja. Verstehe. So Sven, jetzt einmal jetzt hast du den Akku ausgebaut. Du hast die Verschaltung, also wie der geschaltet ist, quasi sozusagen identifiziert oder analysiert, geguckt, wie die einzelne Zellspannung ist, dabei so verschiedene Differenzen festgestellt und jetzt mal geguckt, wo der Schaden liegt, warum der Wagen nicht mehr fährt. So, was hast du jetzt gefunden? Also wir haben zum einen starke Differenzen in den einzelnen Akku-Packs gefunden, die wahrscheinlich von defekten BMS-Platinen herrühren, weil, kann ich mal eine kriegen? Wir haben ja auf den Platinen, wir haben jetzt mal zwei herausgenommen, wir haben hier zum einen deutliche Wasserspuren, deutliche Wasserschäden, hier ist richtig alles grün, wie du siehst. Genau, du hast ja vorhin gesagt, Kondenswasser ist in so einem Akku normal, ja, aber auch nicht in viel. Ja, ne? Es ist... Was heißt normal? Es kommt schon hin und wieder vor, aber ja. Alles Wasser und Elektronik ist immer nicht so schön. Ja. Und dann haben wir einen anderen Teil Platinen, die haben neben den Wasserschäden auch richtig durchgebrannte Transistoren hier. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Akkus unterschiedliche Ladezustände haben. Und klar, kaputtes BMS, unterschiedliche Zellspannungen, da schaltet natürlich das Auto nicht mehr zu. Da sagt die Kommunikation zwischen Akku und Fahrzeug, nein, hier ist Schluss. Ja. Jetzt war die erste Befürchtung, dass das, was ja der Elektromobilität immer nachgesagt wird, und zwar so ein Akku ist ja nach, keine Ahnung, 150.000 Kilometer, ist der kaputt, Sondermüll kannst du wegschmeißen. Es war ja eben auch die Frage am Anfang, ist der Akku hin? Ist der vielleicht komplett tot? Kann man den gar nicht mehr retten? So wie es jetzt aussieht, ist es ja gar nicht der Fall, sondern die Akkuzellen an sich scheinen ja weitestgehend intakt zu sein. Die sind eigentlich alle, wir sind jetzt nicht runtergegangen auf Zellebene, weil da fehlt uns jetzt ein Adapterstecker zum Messen, aber wir sind auf Packebene runter und da sind sie alle noch, die meisten sind im 100% gesunden Bereich und zwei, drei sind im Bereich, sage ich mal, untere Grenze, wo man sagt, ist aber noch okay. Ja. Sondern der Fehler scheint jetzt hier wirklich an diesen S-Platinen. Genau, das ist ein Elektronikproblem hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt gucken wir natürlich, wir haben ja so ein paar technikversierte Leute, elektronikversierte Leute bei uns in der Interessengemeinschaft, die schauen jetzt, ob man die reparieren kann oder ob man die nachkaufen kann. Deine Alternativempfehlung wäre auch, mal vielleicht zu gucken, ob man ein komplett neutrales BMS bekommt. Weil selbst wenn man jetzt ein Ersatzteil nachbekommt, ist die Frage, bekommt man dieses Ersatzteil dann in zwei oder drei Jahren, falls der gleiche Fehler nochmal auftritt, nochmal. Richtig? Genau so ist es, ja. Da wäre jetzt mein Aufruf an euch da draußen, wenn ihr euch mit dem Think auskennt oder, keine Ahnung, allgemein mit Akkus oder BMS oder ihr wisst, wo man so etwas herbekommt, habt so etwas, wollt es loswerden oder habt vielleicht sogar ein neutrales BMS und kennt euch damit aus, dann schreibt uns an youtube@igembb. Ich blende das auch hier unten da mal ein. Ne? Und ich leite die E-Mail dann natürlich weiter an unsere Techniker sozusagen. Denn es ist sozusagen ein Bastelprojekt, wo diverse Mitglieder aus der Interessengemeinschaft sich jetzt eben mal hinsetzen und sagen und schauen wollen, wie aufwendig ist es, diesen Think wieder zu beleben und ob es sich lohnt, ob man das mal machen kann. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn sich da welche finden, die da vielleicht ein BMS haben oder wissen, wie das geht. Weil du hast gesagt, da war noch eine Befürchtung und zwar, du weißt jetzt nicht, ob das BMS an den Akku adressiert ist. Genau, richtig? Es kann sein, dass die Platinen adressiert sind, dass man die Platinen mit der gleichen Adresse braucht oder dass man
ich kenne ja das Steuergerät des BMS-Systems nicht, ob man da sagen kann, adressiere neu, dass er die neuen Zellen, also nicht die neuen Zellen, die neuen Platinen adressiert, das weiß man nicht. Das kann sein, muss nicht sein. Ja. Also wenn ihr da Informationen habt, dann schreibt uns gerne auch per E-Mail. Ansonsten verbleiben wir jetzt erstmal so, unsere Techniker sozusagen gucken mal, ob sie da was machen können oder ob sie da was finden. Und so lange rollst du den guten Kasten erstmal in den Garten. Genau. Und dann gucken wir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir bleiben natürlich dran. Wir werden das Ding immer weiter begleiten. Ich finde es wahnsinnig spannend. Und es ist auf jeden Fall auf den ersten Blick auch schon mal toll zu sehen, dass ja das, was immer der E-Mobilität nachgesagt wird, dass das hier auf jeden Fall nicht das Problem ist, sondern die Akkus, die sind intakt oder ja, die sind okay, aber so eine kleine doofe Platine, die ist es, wie es augenscheinlich jetzt aussieht, die uns hier einen Strich durch die Rechnung macht. Ist aber sehr häufig der Fall, dass es nicht der Akku ist, sondern dass der Akku erst kaputt gegangen ist, weil dieser Sondermüll hier einfach einen Geist aufgegeben hat. Das ist deine Erfahrung als jemand, der ja nun neben dem Plymouth Prowler oder einem Matra Morena oder einem Chevrolet K1500 ist das. Schon diverse Autos umgebaut hat. Du warst ja bei uns schon mal in der Sendung zu Gast, ne? Verlinke ich mal hier oben und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr darüber auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, um den kleinen Think City und ob er vielleicht irgendwann das Maskottchen-Auto von der Interessengemeinschaft wird. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Hast du die Ölwanne schon leer gemacht? Ja, Ölwanne ist leer. Wir müssen dann bloß aufpassen, dass wir dann den gelben Getriebesand noch reinstreuen. Der soll besser sein als der rote. Müsste auch noch eine sein. Das sind alle Schrauben genau da, wo der Hubwagen ansetzt. Das ist zu kotzen. Kann es vielleicht auch sein, dass die einfach nicht genug Blumen gefüllt haben, dass der deswegen nicht mehr fehlt? Das könnte natürlich auch sein. Was man zu Hause nachmachen sollte. Nee, sollte man nicht unbedingt. Vielleicht am Küchentisch, aber sonst nirgendwo. Nein, Quatsch.